Ja, grüß euch zusammen. Wie versprochen, zeigen wir euch jetzt auch noch unsere Verdunklungsvorhänge, wie wir das gelöst haben. Erstens bei den Seitenfenstern und dann vor allem, was ja immer speziell ist, bei der Front und bei den Seitenfenstern vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und für euch Ideen sammeln und profitieren. Danke. Ja, für die Seitenfenster, die zwei bei den Schiebetüren und die zwei hinten sowie auch die Rückfenster bei den Klapptüren hinten haben wir solche Stoffvorhänge genäht, also respektive meine Frau. Ich habe sie mit Papierschablonen zugeschnitten und dann wurden die von meiner Frau zusammengenäht, ein bisschen größer. Und zum Befestigen habe ich hier so Magnete gekauft, ganz einfache, günstige, runde Magnete, die sich da sehr eignen. Ich möchte euch jetzt mal vorführen, wie das mit diesen Magneten geht. Jetzt noch eine gute Box dazu, wo man es aufbewahren kann. Ganz einfach, hier auf dem Metallrahmen werden die dann mit den Magneten befestigt. Man hat hier also mal einen Punkt, wo man es aufhängt, so in der Mitte. Und dann kann man das schön auf die Seite ziehen, wie es sein sollte, wie man es haben muss, damit es schön abschließt. Von der Verdunkelung ist es wirklich optimal, das habe ich schon getestet oder haben wir schon getestet. Das macht sehr schön zu und verdunkelt und ja, gibt eigentlich keine bessere Lösung. Von dem her ist für uns jetzt die bessere Lösung als mit irgendeinen Vorhangstangen zu arbeiten. Ihr seht, man kann die schön noch ziehen, wie man es haben will und sind relativ gut und schnell befestigt und machen einfach wirklich schön lichtdicht und lassen auch nicht so Wärme hinein. Es genügen ein paar Magnete, man kann da auch mehrere nehmen, je nachdem, wie man es bedarf und wie es nötig ist. Ihr seht, da sind sie schön zu einfach und ist wirklich optimal umgesetzt für uns. Zum Wegnehmen ganz einfach wieder die Magnete zusammen und schon ist das erledigt. Und das Ganze geschieht ja dann bei den jeweils vier Seitenfenster und den zwei Hinterfenster bei den Klapptüren. Und das war es dann schon. Wir haben die Vorhänge doppelt genommen vom Stoff, also doppelte Schicht und dann zusammengenäht, damit sie wirklich schön lichtdicht sind. So, ich zeige euch das Ganze nochmal hinten bei der Klapptüre. Da haben wir die Vorhänge noch ein bisschen größer gelassen. Also da kann man durchaus ein bisschen großzügig sein, weil es muss ja einfach gut abdecken. Lieber zu groß als zu klein. Hier auch einfach wieder anklippen mit den Magneten und man kann es dann schön verteilen, strecken und ich zeige euch dann nachher auch noch, wie es von außen aussieht. Wichtig ist ja auch, dass das gut hält, dass man die Türe auch auf und zu machen kann, ohne dass da was wegfliegt und das funktioniert hier also bestens. Das haben wir alles durchgetestet. Die halten fest, die kleben da richtig gut am Metall fest und wieder, wie ihr seht, macht das richtig gut zu. Ja, hier seht ihr, wie ich auf der Schiebtürseite keinen Vorhang drauf habe. Da kann man durchblicken und hinten ist der Vorhang montiert, der lichtdicht und blickdicht ist und wirklich gut zumacht. Auch von hinten, von außen seht ihr, wie das schön zumacht und ich möchte euch jetzt auch noch zeigen, wie man die Türen einfach ohne Probleme auf- und zumachen kann. Wenn man die zuknallt, da fliegt nichts weg, die Vorhänge halten sehr gut. Thank you.
bei der Frontscheibe und den zwei Seitenscheiben beim Beifahrer- und Fahrersitz habe ich das zuerst mit einer Kältefolie gelöst, wie man es kennt, von außen jeweils im Winter, dass man die drauf tut, einfach von innen rauf. Aber ihr seht, es ist nicht so optimal. Es ist auch noch ziemlich hell. Ich habe es dann mit den Rückspiegeln auch befestigt und einfach ein bisschen reingeklemmt, aber es gibt ein paar Lücken. Das war mal so die erste Variante. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich das besser machen? Und bin auf eine ganz einfache Version gekommen, nämlich mit einem Tuch. Und dieses Tuch klippe ich hier einfach an der Ablage fest. Da kann man Wäscheklammern nehmen oder wie ihr dann das umsetzen wollt. Das ist jedem freigestellt, wie er das macht. Die klippe ich da fest, an die ganz außen, so. Und dann einfach wieder die Seiten nach hinten ziehen und mit einem Magnet hier festmachen. Also ein bisschen höher setzen, dann ist das wirklich lichtdicht und blickdicht, was ja eigentlich der ganze Sinn ist. So. Ja, man hat schön zu zur Fahrerseite. Man kann auch unter der Decke, unter dem Tuch noch durchgreifen und kann etwas ablegen auf den Vordersitzen und kann da sich auch gut bedienen. Man hat es schnell montiert, man hat es schnell weg, man kann Farben wählen, wie man will. Wir haben uns auch überlegt, die gleiche Farbe, der gleiche Stoff zu den Vorhängen vielleicht mal noch zu nehmen, aber im Moment passt diese Decke super gut hinein. Wir kann hier auch eine Lichterkette montieren, das werden wir jeweils auch machen, wenn wir unterwegs sind, und kann sich das so richtig gemütlich und heimelig einrichten. Das ist unsere schnelle und gute Idee. Einfach hier wieder mit den Magneten wegnehmen auf beiden Seiten, dann hängt man die Wäscheklammern weg. Und das war's. Und schon ist alles wieder frei, wenn man die Frontscheiben und die Seitenscheiben noch die Abdeckungen wegnimmt. Die kann man zusätzlich lassen als Wärmeschutz. Werden wir sehen, wie wir das noch machen und umsetzen.